Hallo, liebe Pickup-Esser, Pickup-Fahrer oder Pferdeanhänger, Zieher, Freizeitaktivisten, Outdoor-Fans oder aber einfach nur Baumaschinen von A nach B Zieher oder Familienfreunde, die gerne schlicht und ergreifend Picknick auf einer Ladefläche machen wollen. Hier steht das richtige Fahrzeug für euch, der neue Volkswagen Amarok. Die zweite Produktgeneration steht jetzt hier mit mir vor der Kamera in der höchsten Ausstattungslinie Aventura mit der Top-Motorisierung, einem 3 Liter V6 TDI. Ja, wir haben hier noch ein richtiges, echtes Männerauto. Harr, wie es so schön bei Tooltime heißen würde. Wer kennt die Sendung noch? Schreibt sie unten in die Kommentarbox. Ich bin gespannt. Nein, ich bin nicht Tim Allen, sondern ich möchte euch heute hier schlicht und ergreifend den neuen Amarok genauer vorstellen. Wir sind bei einer Fahrveranstaltung hier von Volkswagen Nutzfahrzeuge. In diesem Zuge können wir einen kurzen Blick hier auf das neue Highlight oder neu, es ist Ende 2022 in den Markt eingeführt worden, schauen, was kann der neue Amarok? Ja klar, 3,5 Tonnen ziehen, das ist richtig. Unter der Haube, wie gesagt, mehrere Motoren, die größte Motorenpalette, die der Amarok je hatte. Und er ist natürlich der beste Amarok, den es je gab. Also lasst uns gemeinsam einsteigen, lasst uns entdecken, was der neue Amarok kann. Ich bin sehr gespannt, was er kann, wie er sich fährt, wie er so die Platzverhältnisse sind, was die Highlights sind des neuen Amarok. Und natürlich, vor allem bin ich gespannt auf eure Meinung am Ende des Videos. Schreibt es mir unten in die Kommentarbox. Seid ihr Pickup-Fahrer? Kennt ihr Pickups? Was ist für ein Pickup für euch an Fahrzeuggattung? Ist das wichtig? Ist das richtig? All das können wir gerne diskutieren am Ende des Videos. Wenn euch das Ganze gefällt, vergesst natürlich nicht den Daumen nach oben, das Video zu liken somit und den Kanal zu abonnieren, falls nicht schon getan. Denn dann würde das dem Kanal mehr Reichweite geben, neue Videos kommen. Also würde es alles für uns beide hier sozusagen helfen. Jetzt würde ich sagen, ich steige ein und wir schauen uns jetzt den neuen Volkswagen Amarok an. Viel Spaß! Wir sind jetzt unterwegs mit dem VW Amarok. Im Grunde ein perfektes Auto für die aktuellen Straßen- bzw. Witterungsverhältnisse, die wir hier rund um München haben, wo wir uns auch für die Testfahrt am befinden. Denn es hat die letzten Tage hier im ersten Dezemberwoche kräftigst geschneit. Und wir haben hier so rund 40, 50 cm Schnee innerhalb von 2 Tagen bekommen. Es ist natürlich zu einem Verkehrschaos hier gekommen und da ist dann so ein Fahrzeug wie der Amarok eigentlich perfekt, denn vielseitig einsetzbar dank des Allradsystems, der hohen Zuglast, da ist das schon ein sehr praktisches Auto, da kommt man im Grunde dann schon überall durch. Die Geländetauglichkeit, die hat man auch bei Volkswagen beim Amarok deutlich steigern können. Warum konnte man das steigern? Man hat jetzt mit Ford das Fahrzeug zusammen entwickelt. Das heißt, im Grunde ist das hier ein Zwillingsbruder des neuen Ford Ranger. Ja, da wird der ein oder andere vielleicht sagen, aber warum musste das denn sein? Also man muss zum einen sagen, Volkswagen hätte den Amarok in der zweiten Generation nicht bringen können, wenn man den Wagen komplett selbstständig hätte entwickeln müssen. Das ist der erste und wesentliche Punkt. Zum anderen ist Ford im Nutzfahrzeugbereich und auch im Pickup-Bereich ja echt eine Macht. Also der Ranger zählt weltweit zu den mit am meisten verkauften Pickup-Fahrzeugen und hat auch am meisten ja, Experience sozusagen in dem Bereich. Und da ist es doch eigentlich ganz schlüssig, zumal man eben auch mit leichten Nutzfahrzeugen öfter hier die Kooperation mit Ford gesucht hat, zum Beispiel beim Tourneo Custom oder beim Caddy oder dem jetzt dann erscheinenden T6.1 Nachfolger hier, der
von Ford als Tourneo Custom entwickelt wurde. Also hier ist die Kooperation zwischen Ford und Volkswagen sehr eng und in meinen Augen auch sehr zielführend. Schauen wir uns den Amarok jetzt erst einmal noch mal kurz von außen an. 5,35 Meter ist er lang, also damit ein echtes Drum-Fahrzeug, auch deutlich in der Länge gewachsen. Gut 20 cm, hier auch der Radstand wurde zusätzlich erweitert, was dann den Vorpassagieren in der Double Cab, also in der Doppelkabine eben zum Tragen kommt. Dazu kommen wir gleich. Das Fahrzeug ist jetzt deutlich geländegängiger, hat jetzt eine Wartiefe von 80 cm, fast 30 cm mehr Wartfreiheit als vorher. Also auch hier zeigt sich das, die Böschungswinkel sind besser geworden, die Überhänge kürzer. Das heißt, das Fahrzeug ist jetzt im Gelände deutlich fitter unterwegs. Optisch gefällt mir der neue Amarok auch sehr gut, ein klassisches Design. Man erkennt am Heck mit den Rücklichtern den Vorgänger Amarok, finde ich sehr schön. Die Front ist deutlich moderner, deutlich cleaner und auch dem PKW-Style angeglichen, eben mit diesen durchgängigen Chromleisten, die eben die Scheinwerfer über die Kühlermaske miteinander verbinden. Das wirkt alles sehr schön und ich finde, man erkennt auch nicht den Ford Ranger hier. Also auch das natürlich ein echter Pluspunkt, wenn man schon sogenanntes Batch Engineering betreibt. Die Ladefläche ist natürlich sehr essentiell bei einem Pickup und die ist hier gut nutzbar. Es passt eine Europalette in unserem Fall quer auf die Ladefläche, die hier entweder mit einer Beschichtung ausgeschlagen ist oder eben mit einer Kunststoffwanne bezogen. Je nach dem Einsatzbereich kann man das dann entsprechend wählen. Es gibt auch entsprechende Zurösen, die gut 400 Kilo dann eben aushalten, sodass man hier auch die Nutzlast von gut einer Tonne bis zu 1,16 Tonnen verspricht Volkswagen hier, dass man die dann auch eben sicher auf der Ladefläche verzurren kann. Die Anhängelast ist natürlich sehr essentiell und entscheidend bei Pickups und die liegt hier bei mindestens 3,45 Tonnen beim Einstiegsmotor und ansonsten sind es stets 3,5 Tonnen, die hier an den Haken genommen werden können. Wir haben eine Stützlast von 210 Kilo und für Outdoor-Freunde natürlich auch interessant. Wir haben eine 80 Kilogramm Dachlast bei bewegten Gegenständen. Im Stand sind es bis zu 350 Kilo und das ist natürlich entscheidend, gerade wenn man eben Outdoor-Aktivitäten nutzt und dann ein Dachzelt zum Beispiel für 4 Personen installiert, dann kann man das hier wunderbar nutzen, also Camping zu viert in einem Amarok geht das. Die Kinder sitzen dann in den meisten Fällen eben auf der Frontbank. Wir haben den Amarok übrigens nur hier in Deutschland mit der Doppelkabine. Wer ein Single Cab sucht, der muss sofort greifen. Die bieten sowohl Single als auch Double Cab an. Volkswagen hat sich entschieden, aufgrund der Stückzahlen und der Absatzmärkte oder des Absatzmarktes bei uns, dass man eben hier lediglich die Doppelkabine anbietet. Der Zutritt hier ist gut gelungen. Wir haben in unserem Fall in der höchsten Ausstattungslinie Aventura ein großes, massives Trittbrett. Da lässt sich gut einsteigen in das Fahrzeug. Man sitzt dann auch ordentlich auf dieser Rücksitzbank. Die Kindersitze können mit Isofix sicher verstaut werden. Die Kniefreiheit ist ausreichend, die Kopffreiheit ist gut. Die Kopfstütze könnte etwas weiter rausziehbar sein für meine Größe von 1,78. Wir haben zudem auch eine Fondklimatisierung mit Luftaustritten im Fond, das ist sehr gut. Wir haben eine 230 Volt Steckdose hier und einen 12 Volt Anschluss, leider aber keine USB-Anschlüsse, was ich nicht so recht verstehen kann, ehrlich gesagt. Gerade in der heutigen Zeit sind USB-Anschlüsse ja im Grunde essentiell. Warum man das jetzt nicht gemacht hat, muss ich sagen, weiß ich jetzt nicht, erschließt sich mir auch ehrlich gesagt nicht so recht. Aber nichtsdestotrotz, Strom gibt es hier genügend. Es gibt noch eine Mittelarmlehne, Verzurrmöglichkeiten gibt es natürlich auch hier im Innenraum. In der ersten Sitzreihe sitzt sich dann auf wirklich toll ausgeformten Sitzen, die hier optional elektrisch einstellbar sind. Beim Aventura sind sie serienmäßig elektrisch verstellbar.
Die bieten auch eine schöne Lordosenstütze und eine gute Unterstützung des Körpers. Auch im Gelände ist das eine ordentliche Geschichte. Wir haben serienmäßig ein Dreispeichen Multifunktionslenkrad bei allen Fahrzeugen. In unserem Fall ist es sogar optional elektrisch beheizbar. Und was wir auch haben bei allen Modellen, sind stets digitale Displays. Wir haben ein 8 Zoll Display als Kombi-Instrument oder eben in den höheren Ausstattungslinien wie jetzt hier ein 10 Zoll großes Display. Die Mittelkonsole bietet ein horizontal ausgerichtetes Display an mit 10 Zoll in der Serie und 12 Zoll optional. Stets serienmäßig sind Apple CarPlay und Android Auto mit an Bord, sodass man im Grunde gar nicht mal unbedingt ein Navigationssystem bräuchte, was in den höheren Ausstattungslinien entweder optional oder bereits serienmäßig verbaut ist. Was Volkswagen sehr gut gemacht hat, ist, man hat sich hier gerade im Innenraum nochmal auf mehr Luxuriosität geeinigt. Es gibt eine schöne Doppelziernaht auf dem Armaturenträger. Alles wirkt sauber verarbeitet, trotz eher rustikalerer Materialien aufgrund des Nutzfahrzeugeinsatzes. Aber es gibt hier eine tolle Harman-Kardon-Soundanlage, die auch einen guten Klang bietet. Zudem gibt es dann eben weitere Komfortfeatures wie eine beheizte Windschutzscheibe unter anderem. Das sorgt dann eben für den Langstreckenreisekomfort. Zum Reisen braucht es natürlich auch einen Antrieb und hier gibt es jetzt eben mehr Antriebe, als es zuvor möglich war. Es gibt jetzt wieder 2 Liter Vierzylinder-Aggregate, sowohl ein 2 Liter Vierzylinder Turbodiesel mit 125 kW, der bietet den Einstieg. Darüber rangiert ein 150 PS starker 2 Liter Vierzylinder Biturbodiesel und dann am oberen Ende, den wir aktuell fahren, rangiert der 3,0 Liter große V6 Turbodiesel mit 177 kW und maximal 600 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Die Kraftübertragung übernimmt in diesem Fall serienmäßig eine 10-Stufen-Wandlerautomatik. Bei den unteren Modellen gibt es serienmäßig ein 6-Gang-Handschaltgetriebe für die 2 Liter TDIs. In meinen Augen, die 10-Gang-Wandlerautomatik sorgt natürlich dafür, dass man ein sehr, sehr niedriges Drehzahlniveau hat, auch auf Langstrecken. Das heißt also, der Motor läuft angenehm im Hintergrund, der 6-Zylinder läuft eh schon sehr seidig und ruhig, sorgt auch mit seinen Grummeln für richtig schöne Akustik, die man in so einem Fahrzeug ja dann auch so ein bisschen eben als rustikale empfindet. Die Windgeräusche sind hier auch angenehm zurückhaltend. Das heißt also, die Fahrzeugdämmung im Innenraum ist sehr gut gelungen. Was das Fahrwerk auch angeht, muss man sagen, der Amarok liegt auf der Straße einwandfrei. Im Gelände kann er richtig viel. Ich konnte es leider jetzt nicht testen, weil mir zu wenig Zeit an dem Termin blieb, um hier noch die Offroad-Eigenschaften zu testen. Aber was ich so gehört habe, ist das schon sehr phänomenal, was mit dem Amarok machbar ist, wenn man eben weiß, wie man den Allrad optimal einsetzt. Den kann man eben entweder standardmäßig in Zweiradmodus fahren. Es gibt den standardmäßigen Vierradmodus. Es gibt dann auch den Vierradmodus mit Sperre. Und dann gibt es eben bei den höheren Ausstattungslinien den 4A-Modus. Der ist am sinnvollsten natürlich, gerade weil er dann automatisch eben entscheidet, ob er im Zweiradmodus, im Vierradmodus oder in der Sperre unterwegs ist. Das kann man dann hier dem System oder der Elektronik überlassen, die dann entscheidet, wie es wohl am besten ist und vor allem, wie die Straßenverhältnisse am besten zu nutzen sind für den Antrieb, um maximal Grip und Vortrieb zu sichern. Vortrieb ist auch das nächste Stichwort, kommen wir da nochmal zurück. Der 3 Liter V6 TDI beschleunigt in 8,8 Sekunden den 2,4 Tonnen schweren Pickup auf 100 und 190 Stundenkilometer ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Zum Verbrauch kann ich heute leider nicht sagen, das werden wir aber mal rausfinden bei einem ausführlichen Test, wenn wir ihn dann auch auf unsere Verbrauchsrunde schicken können. Schreibt mir aber da vielleicht mal unten in die Kommentarfunktion, welchen Motor wir da testen sollen. 2 Liter Vierzylinder Diesel oder 3 Liter V6 TDI. Ich persönlich hätte ja Lust auf das Basismodell. Schreibt mir das gerne mal rein. Beim Fahren bleibt mir jetzt noch zu sagen,
dass ich noch ein paar Kilometer jetzt hier drehen darf und dann sehen wir uns gleich zum Fazit mit dem Volkswagen Amarok. Das war der erste Eindruck vom neuen VW Amarok, der ja baugleich ist zum Ford Ranger. Jetzt ist die große Frage, warum nimmt man denn den Volkswagen, der ein bisschen mehr kostet, im Gegensatz zum Ford? Ganz einfach, er kostet deshalb mehr, weil er auch schon ab Werk mehr bietet. LED-Licht ist serienmäßig, Allradantrieb ist serienmäßig, stets die Anhängerkupplung ist serienmäßig mit an Bord. Wir haben noch ein Multifunktionslenkrad, auch Assistenzsysteme sind bereits an Bord. Also der Wagen ist schon von Grund auf echt gut ausgestattet. Apple CarPlay und Android Auto zum Beispiel serienmäßig sind ebenfalls mit an Bord, digitale Instrumente. All das zum Einstiegspreis von 47.100 und ein paar zerquetschten Euro inklusive Mehrwertsteuer. Dann gibt es den 125 kW starken Amarok als Amarok, das ist die Ausstattungslinie. Darüber rangiert dann Life, Style und dann der Panamera bzw. der Aventura, den wir hier haben. Den gibt es nur mit dem großen 3 Liter V6 TDI. Der startet bei knapp oder rund 70.000 Euro. Unser Testwagen liegt bei knapp unter 80.000 Euro mit allen Ausstattungsoptionen. Man kann natürlich noch einen Hardtop ab Werk ordern. Für den, der sagt, er fährt den Wagen oft privat und da müssen die Sachen auf der Ladefläche eben vor Wind und Wetter geschützt sein. Ansonsten ist dieses elektrische Rollcover in meinen Augen schon mal eine ganz schöne und gut praktische Lösung, die man da haben kann. Der Wagen fährt sich unheimlich gut, wie ich finde. Assistenzsysteme sind jetzt auch mit an Bord. Sowohl aktive Spurhaltung, Abstandsregeltempomat eventuell, tote Winkelüberwachung. Auch das, was man so aus den PKWs eben kennt, das soll eben auch dafür sorgen, dass vielleicht der Kundenkreis erweitert wird. Volkswagen rechnet damit, dass der Kundenkreis eben gerade durch viele Umsteiger von SUVs auf Pickups verändern könnte. Warum? Weil gerade in den aktuellen Klassen mit Elektrifizierung und ähnlichen immer weniger Fahrzeuge 3,5 Tonnen Zuglast bieten. Und das ist der große Vorteil eben von Nutzfahrzeugen mit den Einzelzulassungen, dass man eben hier schlicht und ergreifend noch die Möglichkeit hat, echte Zugqualitäten zu bieten. Hier bietet man dann auch eben die entsprechenden Dieselaggregate, die dann auch für längere Etappen gewappnet sind und eben nicht kapitulieren, sage ich jetzt einfach mal, wenn man denn eben einen großen, schweren Anhänger über eine längere Strecke ziehen muss. Man kann aber auch sagen, man nutzt den Wagen viel mehr als Freizeitaktivitätenfahrzeug, wie man schon gesagt hat. Man kann eben bis zu 350 Kilogramm eben auf die Dachlast starr eben nutzen. Somit kann man zu viert campen gehen, wenn man das entsprechende Campingzelt hier auf das Dach baut. Auch das ist durchaus möglich. Oder eben, wie gesagt, den Pferdeanhänger hier auch mal aus dem Schlamm ziehen oder eben über längere Strecken. All das macht der Amarok richtig gut. Im Gelände eben hat er jetzt auch mehr zu bieten, mehr Wahrtiefe, bessere Offroad-Eigenschaften, bessere Böschungswinkel. All das bietet dann natürlich auch nochmal für den Gelände- und Nutzfahrzeug oder gewerblichen Einsatz mehr Einsatzmöglichkeiten. Mir gefällt der Amarok recht gut. Schreibt mir unten mal in die Kommentare, wie er euch gefällt. Vor allem, welchen Antrieb wir uns anschauen sollen, wenn wir ihn im Alltag fahren. Sollen wir das auch mit dem V6 TDI machen oder sollen wir vielleicht mal den kleinen Einstiegs 2 Liter TDI fahren? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung. Wenn euch das Ganze gefallen hat, vergesst nicht den Daumen nach oben. Ein Abo des Kanals steigert dann eben unsere Popularität und vor allem gibt es dann immer mehr kostenfreie Videos hier auf dem Kanal. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.